Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Mal wieder aus Hamburg bei Dieter Sanchez zu einer Kategorie Video. Ich zeige euch einen Laden, den ich einfach geil finde und euch zeigen möchte. Habe ich lange nicht gemacht, jetzt mal angefangen damit. Dieter Sanchez haben wir jetzt einmal mit Marcel zusammen habe ich ein Video aufgenommen. Da haben wir einen Burger gegessen. Peter hat einen kleinen Fehler. Werden wir heute testen, ob er den auch noch hat. Aber ein Burger, der ganz außergewöhnlich ist. Bun, so ein bisschen brötchenartig. Zwischen Brötchen und Patty, so ein Hybrid irgendwie. Geiles Fleisch, heftiger Raucharoma vom Holzkohlegrill. Haben aber noch weite Gerichte. Wir werden drei geile Gänge gehen. Ich möchte den Laden einfach zeigen, weil ich ihn krass feiere. Geiler Charme, geiler Flair im Laden, geiles Essen. Viel Spaß im Video. Darf ich dich noch einmal fragen, nur kurz so den Konzept vom Laden hier, dass das noch einmal ganz kurz von dir zusammengefasst ist. American Fast Food, was uns auszeichnet, ist eigentlich das Philadelphia Cheesesteak. Ja. Damit hat mein Chef begonnen und dann hat sich das alles so entwickelt. Okay, und ihr habt einfach geiles Fast Food, zum Beispiel Pulled Pork habe ich gesehen. Und auch die Burger sind ziemlich gut, kommen vom Holzkohlegrill, was einzigartig ist in Hamburg, das gibt es sonst nicht. Geil, ich durfte ja einmal schon probieren, habe schon gesagt, ich stelle heute den Laden vor, weil ich ihn sehr feiere. Dann werden wir mal loslegen, vielleicht können wir ja direkt auch als erstes Pulled Pork, das ganz normale Plain stand da, glaube ich. Ne? Okay, cool, danke dir. Von mir noch kurz, wir werden jetzt gleich zum Essen gehen, aber ich gehe mit euch jetzt erstmal zum Grill. Einfach Charakter, der Laden, der hat einfach Charakter. Also hier ist noch Junggesellenabschied, glaube ich. Und hier haben wir halt, guck mal, zufällig auch der Abonnent aus dem letzten Video dabei. Grüß dich. Das Geile, ihr habt hier Holzkohle, wirklich. Und da kommt halt der Burger auch. Und das ist das Besondere bei den Gerichten, die da von dem Grill kommen. Du hast das Raucharoma. Ein Burger mit Raucharoma ist Gamechanger, ich schwöre es euch. Generell Potenzial ganz oben nach Deutschland, wenn das Rauchfeeling noch da ist. Aber ihn dann Medium und so hinzukriegen, auch schwer. Na, Kollege hier, schmeckt das oder was? Ein richtig Chili con Carne Flavor, ne? Na, dann will ich euch gar nicht weiter stören, lasst euch schmecken, ne? Wir machen hier unser Video weiter. Der Kollege hat den Laden empfohlen. Beim 1000 Euro wer uns den besseren Burger zeigt Battle. Erwähnen die auch im Brot. Ach, geil. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Heute übrigens Ahmed konnte nicht. Der gute Carlos ist am Start. Moin. Der macht das richtig gut. Der hat letztes Mal auch schon beim Battle-Video gefilmt. Boah, dann gehe ich auf diese Seite am besten wieder, ne? Ja, safe. Was ich sehr interessant finde, Apfelmus dazu. Schönes, weiches Brot. Ist ganz gefährlich, ihr wisst das. Es kann alles noch so geil sein, wenn das Brot einscheißt, auf Deutsch gesagt, ist Feierabend. Feierabend, Leute. Feierabend, wirklich. Heftige Süße, habe ich nicht mitgerechnet, aber krank, durchdringender Barbecue-Geschmack. Weich wie Butter, beinahe unreal die Konsistenz, sage ich gerne bei sowas. Das Brot so ein bisschen, wie wenn man Fischbrötchen auf dem Hamburger Fischmarkt kauft. Das Brötchen passt aber geil hierzu. Das hier nochmal mit Apfelmus. Krank geile Kombi. Also das hätte ich nicht gedacht, das muss man probieren. Ich bin sehr froh jetzt, weil ich wusste ja nur, dass der Burger geil schmeckt. Ich will euch hier einen Laden zeigen, es hätte auch passieren können, dass das jetzt scheiße schmeckt. So. Das ist heftig. Ein Pulled Pork ist so krank, ihr beißt da rein. Das ist, als hätten sie es, muss ich immer sagen, im positiven Sinne, als hätten sie es einmal in Wasser getaucht, weil das ist so voll mit Saft. Unglaublich geil, krasse Süße. Ein Kritikpunkt, den ich geäußert hätte, ist ganz klein bisschen zu süß, aber nichtsdestotrotz Welt. Welt. Also will ich jederzeit wieder bestellen. Muss dazu auch noch eine Anmerkung machen. Einmal im Video ist eine Aussage von mir etwas in Schieflage geraten. Das passiert manchmal. Cutter schneidet was raus, ich gucke was nicht mehr genau an. Zweimal im Video haben sich zu Recht ein paar drüber aufgeregt. Ich esse sehr gerne Schwein. Weshalb ich einmal gesagt habe im Video, ich esse ungerne Schwein, ist, weil ich selten esse, weil ich der Meinung bin, es ist nicht das Gesündeste, was man an Fleisch essen kann. Deshalb esse ich es eigentlich ungern, weil ich sehr gesundheitsbewusst bin. Wiederum geschmacklich gerne. Würde ich 8 von 10 Punkten geben. Wenn ein bisschen weniger Süße drin wäre, mehr, aber ein ganz, ganz, ganz starkes. Wir gehen in Runde 2 zum Philly Cheesesteak. Hammermäßig. Also ich muss ein Feedback von mir, das Pulled Pork war sehr stark. Richtig saftig, das Pulled Pork. Das macht ihr auch alles hier selber, ne? Das war so, als hätte man es einmal in Wasser getaucht, weil das so saftig war. Das war wirklich ganz stark.
gerade gesehen, für ein ganz starkes Philly Cheesesteak drüben hier hinten bei Bierklau habe ich 8,3 gegeben, auch nur, weil ich mit meinem Ranking nicht von Anfang hoch einsteigen möchte, um irgendwann zu merken, so, oh, da gibt es ja noch viel krassere, um dann wieder alle zu downgraden. Also für 8,3 ein ganz starkes Philly Cheesesteak drüben. Ultra heiß, ultra geil. Geil bei dem Brot, das erinnert mich auch ein bisschen an das Burger Bun hier. Hat so eine gewisse Pappigkeit, habe ich es ausgedrückt. Wie halt so ein Brötchen, jedoch trotzdem soft und weich wie ein Patty. Außen knusprig. Ich mache mal hier den hier, genau. Knusprig, kross. Das tut weh. Scheiß, das war jetzt. Also so ein Brötchen habt ihr woanders nicht. Das ist kein Brötchen, das ist kein Bun. Das ist einfach so ein Zwischending. Ultra geil. Das Ding ist mega käsig, mega heiß. Mein Vater hat immer gesagt, wenn Essen nicht heiß ist, kann es nicht gut sein. Er übertreibt ein bisschen, aber das ist halt mein Vater. Ultra weich auch das Fleisch. Also wenn ihr euch das Fleisch anguckt, das ist ganz zart weich. Das Salz auch noch mal dazu. Auch ganz saftig wieder. Gibt dann so ein bisschen auch die Vibes von, ich habe zu Hause das Ding gemacht. Wie ist das manchmal zu Hause? Man holt sich ein Brötchen, klatscht irgendwas zwischen. Ein bisschen das Feeling, aber das Ganze professionell und geil. Aber wie es so ist mit dem Gedächtnis, wenn es einer was erinnert, was man kennt und liebt, das ist für mich eine 8 von 10. Super geiles Ding. Leicht schwächer als das drüben. Hier ein paar Meter weiter, aber komplett anders, komplett geil. Passt zum Laden. Wir gehen nochmal in die Burgerrunde. Runde 3 für euch. Burger werden wir gleich sehen. Oh, schön mit grobem Salz drüber. Wunderbar. Kommen da die Schmorzwiebeln. Oh, Bruder, was machst du mit uns? Auch die Röstung an den Buns. Einzigartig. Ganz stark, ganz geil, heftig. Die Buns sind wirklich stark. Ganz was anderes. Burgerliebhaber müssen diesen Burger probieren. Da ist er, der Kollege. Glaub mir, der ist gefährlich. Geile Gurken, geiler, knackiger Salat. Gleich übelst die Frische mit rein, übelst Intensität auch. Und beim letzten Mal war es so tatsächlich. Dann ist zwischendurch wieder ein Part gewesen, wo das Fleisch in den Fokus kam und du einfach das geile Fleisch geschmeckt hast. Nicht viel Tamtam. War eine gute Kombi, schöne Abwechslung. So saftig, meine Brille ist sogar dreckig geworden. Auch einer von den wenigen Burger, wo ich die Tomate wieder reindrücke, weil es einfach Bock. Das ist so verdammt saftig. Schöne Käse hier. Das war auch übrigens einfach Gouda-Käse. Schön medium. Was ich sehr geil finde, das macht ja allein bei der Salzung vom Fleisch einen riesen Unterschied. Man könnte ja auch Salz jetzt einfach mit ins Fleisch mischen. So. Und wenn ich Frikadellen zu Hause gemacht habe, habe ich es immer so gemacht. Aber die kriegen es hier hin, was wenige hinkriegen. Machen das Salz drauf, das war so ein schönes grobes Salz. Und es könnte sein, dass es das war, weil es grob ist. Was außen so eine Salzexplosion draußen. Salzexplosion, aber ganz lieblich, ganz geil. Und von innen dann diesen intensiven, saftigen Fleischgeschmack. Das ist Welt. Ich hab mir auf die Lippe gebissen. Ich so. Die machen komplett ihr eigenes Ding. Nicht wie alle gerade im Film Brioche. Cheddar. Das Fleisch vom Grill, das ist schon ein ganz rundes Ding. Und nicht wie beim letzten Mal auch dieser unangenehme Fleischgeschmack. Ganz leicht war es aber noch da. Ich werde es kurz und knapp mit der Bewertung machen. Für mich ist eine 8,7. 8,7. Starkes Ding. Kommt sogar noch knapp ins Ranking. Werde den nochmal irgendwann testen, weil der hat eigentlich noch mehr Potenzial, weil er so viel hat, was kein anderer Burger hat. Ich werde das Video an der Stelle beenden. Lasst mir gerne einen Daumen oben knallen. Danke fürs Zuschauen. Danke für Carlos heute an der Kamera. Danke für alles und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.